Es läuft gut. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich sind Klamotten drin. Uniformen, denke ich. Nicht sehr diskret, wenn ich das sagen darf. Es mag Zufall sein, aber die Innenseiten der Handschuhe erinnern an die des Katalysatorhandschuhs, den ich mitgehen ließ. Genau. Vielleicht können wir da ja irgendwie dran kommen. Solange Tarantula dort ist, würde ich nicht lange genug leben, um sie mir anziehen zu können. Also müssen wir sie irgendwie ablenken können. Und wie können wir das besser machen als mit der Spinne, die sie vermisst? Dann können wir ja jetzt vielleicht die Spinne in die Tüte packen hier. Die Tüte ist unglaublich fest. Wenn ich es richtig anstelle, brauche ich sie nicht mal mit den Händen zu berühren. Wünschen wir uns, dass sie weiter schläft. Hier haben wir sie. Die Löcher, die ich hineingebohrt habe, müssten ausreichend Luft für Adelina durchlassen. Sehr schön. Jetzt können wir auch den Hut mitnehmen, oder? Nein. Taranteln verlieren ätzende Haare. Ich habe außerdem gehört, dass sie schrecklich jucken. Gut, also, dann nicht. Dann gucken wir mal, ob wir mit Adelina irgendwas anrichten können. Vielleicht können wir die ja hier irgendwie aussetzen? Klar. Die Spinne wird weglaufen. Tarantula wird sie verfolgen. Und ich kann den Handschuh holen. Was sage ich da? Wer kann mir denn versichern, dass die Spinne nicht direkt zum Terrarium läuft? Ich lasse es lieber sein. Dann versuchen wir es vielleicht mal bei den Jungs vorne. Das wäre ein feiner Salto Mortale. Na, ich habe gedacht, so können wir auch runtergehen. Wäre schneller gegangen. Ich hoffe, hier gilt auch der alte Spruch. Alles, was raufkommt, kommt auch wieder runter. Dum, 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 dum. Hier könnte eine sehr schöne Fahrstuhl-Wartemusik passen. Vielleicht kriegen wir die ja im Hintergrund noch eingespielt. Und da wären wir auch schon. Dann gehen wir mal hier runter und hier raus und versuchen mal, die Tarantel rauszulassen. Die Idee gefällt mir nicht. Vielleicht kann ich die Männer in Schwarz überreden, mich reinzulassen. Obwohl, eins ist witzig. Weißt du, dass du der 13. bist? Hey, du! Stehen bleiben! So, wenn du weiter nach oben... D'accord. Und was ist aus den vorigen 12 geworden? Vielleicht können wir irgendwas mit der Peitsche und der Spinne anfangen. Mit dem Stinkerzol? Rate mal. Stinkerzol? Du hast gute Idee. Wenn ich die Flasche richtig platziere, könnte dieser köstliche Geruch nach verdorbenem Fleisch durch den ganzen Tiki-Tempel ziehen. Gott, ich muss Tarantula unbedingt. Ich kann diesen Punkt nicht überschreiten, ohne dass man mich entdeckt. Fein. Ich öffne die Flasche und verstecke sie in der Spalte. Schei. Typisch. Genau das haben die vorigen 12 auch gemacht. Die Flasche ist so alt, dass man sie nicht öffnen kann. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Schon gut, ich habe nichts gesagt. Die Idee gefällt mir nicht. Vielleicht kriegt man die damit auf? Ja, das da rechts wird mir sehr nützlich sein, um den Deckel zu öffnen. Boah, wie ekelhaft. Diesmal hat die Werbung nicht zu viel versprochen. Es riecht schlimmer als ekelhaft. Wenn ich sie nicht sofort wieder geschlossen hätte, wäre ich auf der Stelle gestorben. Hey, bist du sicher, dass mir die 37... Jetzt, da sie geöffnet ist, kann ich meinen Plan durchführen. Negativ. Ja gut, dann schauen wir mal, was da jetzt passiert, ne? 13, 13, 13. Hör mal, waren die Apostel nicht... 12. Und jetzt kein Wort mehr. Perfekt. Das hatte ich übersehen. Mann, was ist das für ein grauenhafter Geruch? Ist ja ekelhaft. Stimmt. Aber wenn du andeuten willst, dass ich es gewesen bin... Bringe ich dich um. Genial. Der Geruch verbreitet sich bis zum Tempel. Es funktioniert. Also, dann können wir jetzt hier wahrscheinlich auch wieder hochgehen. Fahrstuhlmusik während der Fahrt nach oben. Das sollten wir, glaube ich, echt mal machen. Würde dazu passen. Und da wären wir auch schon. Letzte Etage. Bitte alles aussteigen. Ab in den Mund. Dann schauen wir doch mal, ob die immer noch da hinten ist.
Sie führt ins Innere des... Nein, ich will gucken. Bist du fertig, Nummer 1? Ja, Tarantula. Ich bringe die Stücke aufs Dach. Bei der Hitze werden sie in ein paar Tagen soweit sein. Denk daran, dass sie richtig ekelerregend riechen müssen, damit die Mädchen sie fressen. Sie sind so verwöhnt. Und vergesst nicht, sobald ihr den Eindringling gefunden habt, müsst ihr alle Adelina suchen. Wird erledigt, Tarantula. Habt ihr gehört, meine Schönen? Bald werdet ihr den Geruch wittern, der euch verrückt macht. Und später werdet ihr ausgiebig genießen. Ihr müsst nur ein Weilchen warten. Hm, man kann es fast riechen. Oder könnt gleich los. Ja, es könnte funktionieren. Adelina wird dadurch in die richtige Richtung laufen, wenn sogar ich den ekelhaften Geruch des Stinkazolzeugs riechen kann. Daumen drücken, wird schon schief gehen. Komm, Adelina. Vertrau deinem Geruchssinn und geh dahin, wo es so schön riecht. Oh mein Gott, Spinnen wären ja was für mich. Ah, eine Spinne! Adelina! Sie darf nicht entkommen! Dort! Sie ist ins Loch rein. Macht Platz, ihr Anfänger! Jetzt muss ich schnell machen, wenn ich nicht will, dass die Typen da unten mich erwischen. Adelina, meine Schöne. Das wird aber knapp. Der rechte Handschuh ist der, der mich interessiert. Gut. Jetzt! Moment mal. Ich habe etwas gehört. Es ist Kurzmeier. Tarantula! Wo ist Pignon? Weiß ich doch nicht. Was ist denn los, du Zinnsoldat? Bist du eifersüchtig auf einen Wissenschaftler? Halt's Maul, dieser verdammte zudringliche Kerl, der sich als Pignon verkleidet hat! Er hat die Überwachungskamera manipuliert und ist verschwunden. Zudringlicher Kerl? Deshalb kam mir sein Gesicht bekannt vor. Klar, jetzt kapier ich. Vor kurzem haben mir meine Männer gesagt, dass laut Signal ein Eindringling in der Ruine war. Es schien unmöglich. Und ich sagte ihnen, sie sollten das Spürgerät reparieren. Wenn er also nicht hier ist, muss er sich im anderen Saal aufhalten. Na los, Puppe, holen wir ihn uns. Scheiße, man hat mich entdeckt. Hey, warte mal, meine Pistolen. Action. Endlich etwas Action. Das nennt man Pech. Just als ich endlich den Handschuh für die Flucht habe, werde ich entdeckt. Wenn ich nur wüsste, worum es bei diesem Spürgerät geht und wie sie es geschafft haben, mich zu entdecken. Was soll's? Ich muss hier rauskommen, egal wie. Und zwar so schnell wie möglich. Vielleicht können wir ja mit dem Funkgerät was anfangen. Ja, keine schlechte Idee. Vielleicht kann ich damit etwas in Erfahrung bringen, das mir die Flucht ermöglicht. Ich muss mich beeilen und gleichzeitig vermeiden, dass die Männer in Schwarz mich sehen. Der hat vielleicht Nerven. Ich glaube, das Rad neben der Antenne dient dazu, den Kanal zu ändern. Es sei denn, es handelt sich um ein Feldflaschenmodell. Solche gibt es auch. Vielleicht können wir ja mit O'Connell oder irgend sowas reden. Oder irgendwem reden. Die Batterie ist... Ja, benutzen. Die Batterie ist nicht voll aufgeladen, aber ein bisschen Saft hat sie noch. Ja, benutze. Benutze, benutze. Das wäre... Du sollst es nicht werfen. Hm. Damit. Also müssen wir wohl zurückgehen. Meine Männer haben die Zone durchkämmt, aber sie finden ihn nicht. Er muss sich versteckt haben. Dann werden wir Wache halten, bis er auftaucht. Hast du mich gehört, Eindringling? Du bist umzingelt! Scheiße. So werde ich die Amoeba niemals erreichen können. Wahrscheinlich hey, werden sie mich schon entdecken, wir denn? Wenn ich nur bis zur Plattform absteige. Der Befehl und lautet sie werden nicht, mich garantiert ihn zu suchen, erwischen, sondern wenn ich die ihn Leiter runterklettere. Ich bleibe lieber hier, bis ich mir etwas ausgedacht habe.